Moin und ein herzliches Willkommen zu einem neuen LS17 Let's Play hier auf meinem Kanal Chris LP, nämlich zu einem neuen Forst Let's Play hier auf der Map Sosnovka. Und ja, ich dachte mir, ich mach mal was anderes außer auf Goldcrest Valley Let's Play. Ich dachte mir, wir fangen einfach ganz klein an hier mit unserem kleinen Forstunternehmen mit ein paar Hallen. Mit einer Hütte, mit einer Werkstatt und einem Riesenwald dahinter. Und ja, einer weiteren Garage, wo unsere Maschinen drin stehen, mit 8.900 Euro. Und ja, hier einmal der Metaltech-Anhänger, dann einmal das schöne Auto, dann einmal der Heizmar-Texler und einmal den T6 mit Poltergabel und eine Motorsäge. Die werden wir natürlich auch brauchen, aber das ist sozusagen unser kleines Startkapital hier, unser kleiner Forstbetrieb hier, den wir natürlich bei dem wir uns oder den wir natürlich hocharbeiten werden und uns neue Sachen kaufen werden. Wir werden einen großen Anhänger brauchen, dass wir auch Langholz transportieren können, denn Langholz gibt wieder mehr Geld, dazu können wir wieder mehr machen. Und aber ich dachte, haben wir gedacht, wir werden jetzt erstmal unsere Maschinen zusammenhängen. Wir werden uns den T6 schnappen. Den werden wir einmal hinter den Häcksler hängen. Und dann denke ich, werden wir uns in Richtung Forst begeben. Eins habe ich noch vergessen, das werden wir machen. Kamera zurücksetzen. Jo. Das möchte ich drinnen haben. So. Jo, wunderbar. So, jetzt geht's in Richtung Forst. Wir werden ja erstmal einmal mitten reinfahren, denke ich. Wenn man irgendwo reinfahren kann. Ich denke mal, da vorne kann man relativ vielleicht reinfahren. Dass wir mal so ein bisschen nach oben uns arbeiten oder so, zumindest so halb oben sind. Dort werden wir dann erstmal ein paar Bäumchen fällen, vielleicht die hier am Rand erstmal. Und dann hätte ich mir gedacht, oder so ist meine Planung jetzt, werden wir den Heizomaten natürlich auch austesten oder testen überhaupt, denn der ist ja neu und ich habe mit dem noch nie gearbeitet und man kann ja auch da kleine Stückchen reinwerfen und das werden wir natürlich alles probieren. Wir werden natürlich auch kleine Stückchen sägen. Die werden wir auf den Metaltech-Anhänger laden. Den werden wir dann wieder zur Sägerei bringen. Dort entladen. Jo. Aber ich hätte gesagt, wir werden erstmal die Motorsäge warm laufen. So, jetzt müsst ihr nur noch. Kann man den Baum gar nicht sehen. Ah, jetzt. So. Baum fällt noch nicht so wirklich. So, nochmal ein Schnitt. Das dürfte er normalerweise fallen. Wenn er nicht so deppert dran stehen würde. Ich weiß nicht, warum er jetzt nicht fällt. Komm, Baum, hau ab. Jo, jetzt fällt er, ja. Baum fällt nicht. So, Baum fällt. Wunderbar, der erste Baum ist gefällt. Einmal entastet. Hier oben noch ein Fitzelchen weg. Ja, auf jeden Fall, dieses Let's Play werde ich so ab und zu, wenn ich Lust habe, mal bringen. Aber ich denke jetzt mal so ein bisschen häufiger, weil bislang ist hier noch nicht wirklich eine vernünftige Map draußen, wo man so ein kleines Story-Let's Play machen könnte im LS17. Das habe ich nämlich vor. Und drum dachte ich mir, ja komm, dann machst du lieber gleich Forst hier. Und ja, das war jetzt das kleine Zwischen-Let's Play.
Da können wir uns ja so ein bisschen nach oben arbeiten. Wir sägen den Baum durch. Drum dachte ich mir, komm, wir bringen das Ganze jetzt erstmal so zwischendurch mal. Das Geile ist natürlich, wir können das Ganze per Hand aufladen. Das ist ja schon mal richtig geil, muss ich sagen. Ich werde jetzt erstmal so ein paar Stücken machen. Ich werde auch im nächsten Part den Maßband-Mod mit reinnehmen, dass wir sozusagen 1 Meter Stücken immer machen können. Wenn ich mal hätte so ungenaue Stücken. Aber wir werden mal gucken, ob das mit dem Heizomat funktioniert. Denn mit dem... Das habe ich noch nie ausprobiert. Also ich spiele jetzt das gerade blind. Ich habe das so ein bisschen getestet mit der Poltergabel. So, den legen wir nochmal durch. Ja, aber ich muss sagen, bislang, das Handling ist schon mal richtig gut. Die Bäume fallen nach einer zögerlichen Anfangsphase. So, wir werden... Ich hätte gesagt, wir hobeln den Baum da oben ab. Den legen wir auch noch um, diesen großen hier. Hätte ich gesagt, ja, den legen wir um einmal. Vielleicht mal so in Fellrichtung. Vielleicht fällt er jetzt besser diesmal, wenn wir ein bisschen höher abschneiden. Baum fällt. Bumm. Baum ist gefallen. Ist auch geil auf der Fortbildung damals, wo wir den Motorkettenschein gemacht haben, Motorsägenschein gemacht haben. Da durfte man auch einmal durch den Wald brechen. Baum fällt. So. So, wir werden aber erstmal das Ganze ausklappen natürlich. So, dann drehen wir uns einmal. So, ich werde jetzt mal versuchen, vielleicht kann man mit dem Auto den Anhänger anhängen. Das wäre natürlich geil. Einen Schlepper haben wir nicht, einen zweiten, das ist so das große Problem gerade. Jo. Funktioniert. Dann fahren wir mal mit dem los. Fahren wir mit unserem schönen Töff-Töff-Töff hier zum Häcksler. Schaut jetzt ein bisschen nicht realistisch aus, aber komm. Vielleicht habe ich bis zum nächsten Part noch so einen alten Oldtimer oder so einen alten Forst. Aber bislang scheint es ja ganz gut zu klappen mit dem Auto. Man kann ihn ziehen. Wir werden natürlich, wenn wir jetzt dann zum... Biomasse-Heizkraftwerk fahren, natürlich umhängen, mit dem Schlepper natürlich fahren, das ist jetzt nur so bedarfsmäßig. Den Häcksler können wir auch nicht hier dran hängen, das schaut unmöglich blöd aus. So. Dann stellen wir mal den Anhänger. Daneben. So, wir machen da den Motor aus, dann werden wir hier wunderbar, der läuft. Dann werden wir mal das erste Holzstücken hier mal rein befördern. Ah, man muss es genau reinlegen. Ja, häckseln tut er mal. Ah, wie in echt, das auch raus. Ah. Ah.
Der Holzstücken ist ja richtig doof. Die Aufnahme von dem Häcksler ist so ein bisschen scheiße, muss ich sagen. Ja, irgendwie die Holzklötze stellen sich dann so komisch auf. Bislang hat sie eigentlich recht gut geklappt, muss ich sagen. Ist natürlich eine Primelarbeit jetzt, also den haut's mal rein. Ja, komm. Ja, jetzt hat er endlich nach 10.000 Minuten zieht's den doch endlich mal rein. Upp, der geht auch rein. Wunderbar. Das funktioniert ja ganz gut, muss ich sagen. Warum wollt ihr jetzt nicht hier? Jo, so. Wie viel haben wir denn überhaupt drin in dem Ganzen? Kommt denn überhaupt was an? Ja, 17% haben wir, also es kommt doch was an. Ein bisschen näher hinstellen. So, dann den nächsten Stuppen hier. Ah. So, dass ich verkahlen hält. Ja, mal in die Hand nehmen. Bisschen höher. Bisschen buggy ist das Ganze hier schon, muss man sagen. Also jetzt so die Lieblingsarbeit von mir ist das jetzt nicht, aber eigentlich macht es auch irgendwie Spaß, das Ganze hier. Weil die Aufnahme von den Holzklötzen halt so scheiße ist. Die Klötze sind so fett, man muss genau mittig treffen. Und das ist halt doch schon echt... Boah. Ist doch schon ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Wenn es jetzt so reinziehen würde, wie in der Realität auch. Weil in der Realität wird es den ja auch so reindonnern jetzt hier. Also bei uns in der Realität zieht sowas automatisch rein. Nicht so ein Gefiesel. So, jetzt liegt er fast direkt. Jetzt müsste normalerweise gleich rein donnern. Sind die Klötze ein bisschen zu fett hierfür? Kann das? Ja, das kann, glaube ich, hiermit. Ja, oh, also der Häcksler kann dann nur so kleine Stücken nehmen. Das ist natürlich ja dann auch irgendwie dösig, aber gut. Dann werden wir mal da vorne noch so den Kleingraben. Häckseln. Ist ein bisschen jetzt doof, dass man da nur Kleingraben häckseln kann. Wir zerschneiden jetzt hier noch ein paar Trümmer hier. Ja, müssen wir ja im nächsten Part, denke ich mal, mit dem leeren Anhänger. Dann werden wir das wegfahren. Dann werden wir mit dem anderen Anhänger oder wir nehmen uns Kredit auf und holen uns einen Langholzanhänger. Oder mieten uns ein. Natürlich gibt es auch einen mobilen Hacker oder so einen festen Hacker, den man irgendwo hinstellt. Ich habe da schon ein bisschen geguckt unter Forstgeräte. Also wenn man jetzt hier so guckt, den ganz großen hier, den
Den könnte man dahinter sich hängen, der wäre auch nicht schlecht. Also, ich denke mal, mit dem könnte man bestimmt auch richtig gut häckseln. Dann gibt es ja noch den festen. Ich glaube, der ist unter platzierbare Objekte. Ah ja, hier der Jens Hack, der Jens Hacker. Ist auch geil. Ist halt nur platzierbar, sage ich mal. Da müssen wir dann mal gucken, wie wir das machen, wie wir da fortgehen, fortschreiten. Aber zumindest das Handling ist schon mal viel besser als im LS15, muss ich sagen. Mit dem Holz, auch wenn es eine kleine Friemelarbeit ist jetzt mit dem Holzhacker hier, aber eigentlich Spaß machen tut es mir schon. Und damit würde ich aber auch sagen, ist das auch ein schönes Partende hier beim Holz zersägen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir hier weitermachen im Forst. Hier auf der Sosnovka-Map. Und ja, damit würde ich sagen, tschüss. Und lasst ein Like da, lasst ein Kommi da, lasst ein Abo da. Tschüss.